Und willkommen zurück. Ach ja, manchmal regt er mich ja aus. So, muss ich gerade noch mal reinholen hier. Wir stehen in Winnipeg Airport. Wir fliegen noch mal nach Regina, weil es beim letzten Mal ein paar technische Probleme im Anflug gab, sage ich mal, mit unserem schönen Osprey hier. Wir hatten ein bisschen Probleme mit Eis, das war ein Bug, das habe ich mittlerweile rausgefunden. Und ja. Das war ein wenig ärgerlich beim letzten Mal, aber da müssen wir durch. Also. Ja, jetzt geht es. So, dann gehen wir ins Cockpit, setzen die Maschine auf. Wir haben es sehr kalt hier. In ja, G6-Ton geht ja mal wieder super nicht. Dann machen wir es so. Minus 6 Grad, die Maschine stand über Nacht hier. Das ist ein wenig blöd. Das heißt, wir müssen nachher enteisen. Aber so ist es. Let's start setting up. Roger. Und so weit, so gut. Dann fangen wir mal an. Jetzt gucke. Ach so, ja, Quatsch. Okay, Mass and Balance laden wir uns auch schon mal rein. Instant, damit das alles passt. 160 Passagiere, wie man sieht. Gut. Ausgelastet. So, der Co-Pilot setzt auf. Und wir fangen hier mal an. Mit dem FMC. Und Initialisierung die Maschine hier. Haben wir wie ist den Osprey Seven Charlie Kostindex 60 V60. IRS, da haben wir schon was, das ist gut. Wind Request. Die APU ist available. Hier sieht man auch minus 6 Grad. Das ist kräftig. Relativ wenig Wind im Descent. So, passt es. Dann gehen wir auf die Page 2. Load Sheet, Prelim ist da. 59,5 Tonnen. Und 31,2 ist. Gedingst, Fuel 5,9 Tonnen.
Zum Alternate brauchen wir 1,6. Dann Flightplan Departure 18. Ja, YWG2 und Insert. Gucken wir uns auch gleich noch an auf den Charts. Wir, ups, auf 3000 Fuß. Lokaler Luftdruck ist gesetzt. Und wir haben noch eine Company Message. Das heißt, wahrscheinlich das abschließende Load Sheet ist auch da. 59,3. Schrägstrich 31,2 passt. Accept 5937 Fuel im Tank. Ist auch geil. Kontaminiert kann ich nicht. Text bleiben, bitte on. Minus 6 Grad ist richtig an der Stelle. Wir starten vom Ende. Ich starte von der 1,8. Mit Config 2. Wetter ist gut. Pushback is required, Thrust reduced, Threats. Das ist alles gut. V1, V1-3-4, V2, V1-4-4, nee, das halt zurück. 67 Grad bleibt. Soweit sind wir. Klar. Und 1 down 0.2. Dann gehen wir mal hier rein. Ups, clear. Wir haben 2. O. O. Backstrich. DN. 0.2. Kommt aber hier hin. Schade. 2. Backstrich. 0.2. Dann 1-3-4, 1-4-4, 1-4-7 und 67 Grad. Dann gehen wir ins Overhead. Getankt ist, das heißt, wir machen die Treibstoffpumpen schon mal an. Wir klingeln einmal durch hier. Das geht auch. Die Power Supply geht on. Nach- und Logo-Lights gehen an. Strom geht schon mal auf Auto. Seatbelt Signs on. Smoking Signs on. Wir haben die Emergency Lights. Soweit sind wir klar. Hex sind gut. Gucken wir mal noch gerade einmal in die Air Conditioning. Wir haben 24 Grad in der Kabine. Das passt. Dann gehen wir noch nach unten. Borg 1000. Sag ich einfach mal so. Und dann können wir eigentlich schon riefen. Ja? Dann briefen wir das Ganze mal. Are you ready for the departure briefing? Go ahead. So, also wir starten über die Runway 18 nach Süden. Ja, wir haben eine 3.305 53 Meter lange Startbahn. Das gibt uns genug Spiel für einen entspannten Takeoff. V1 wird sein 1-3-4, V1-4-4, V2-1-4-7. Wir starten mit Platzstellen 2
aufgrund der Kälte mit Ansehen von Zutriebung und 67 Grad Relax Temperature. Dann geht es über die Winnipeg to Departure über Heading nach Süden weiter raus. Wir steigen initially auf 3000 Fuß, um dann wahrscheinlich direkt nach zu dem Wegpunkt Liffey zu fliegen. Unser Cruising Altitude ist dann im Endeffekt 36.000 Fuß. Also Flightline 360. Any questions? Set. Ja, du auch. Any questions? No questions. Ah, dann ist doch ganz gut. Ne? Dann sind wir da fertig. Die Cockpit Preparation Checklist. Cockpit Preparation Checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 5920 kilograms. Seat belts. On. ADRs. Nav. Barrow ref. 1025 set. 1025 set. Cockpit preparation checklist completed. Hi, the security and safety check are all done. Are we good to start boarding? Boarding requested. Yes, please. Okay. So, dann läuft jetzt das Boarding. Wir sind eigentlich mit dem Vorbereiten fertig. Gut, dass die Chatway nicht funktioniert. Ja, die ist wahrscheinlich eingefroren. Dann, machen wir das halt so. Ja, das passt schon. Warten wir mal, bis das Boarding abgeschlossen ist.
Wunderbar. PEC 1 and PEC 2 up. Hi guys, here's the load sheet for you. Thank you. No problem, have a safe flight. We begin treatment now and observe fluid type 1, concentration at 75%. I will call you back when ready.
Concentration at 75%. I'm disconnected. Good day. Pack 1 and pack 2 with on. Due to icing conditions, please stand by until pushes completed in breaker test. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Release parking brake. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by until push is completed and brake your head. The 4-star checklist. Parking brake. Released. Takeoff speed and thrust. 134, 144, 147, flex 67 degrees. V1, 1, 3, 4, VR, 1, 4, 4, V2, 1, 4, 7, flex temp 6, 7 degrees. Windows. Also review the closed. Beacon. On. Before start checklist completed. Set parking brake. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Falscher Sprachausgabe. Starting engine 2. Okay. Unlocking gear.
tow truck disconnected. Bypass pin removed. Thanks. Left is clear. Right is clear. It's not an engine one. Okay. After start checklist. Anti-ice. Engine anti-ice on. E-cam status. Checked. Pitch trim. Set and checked. Rudder trim. Neutral. After start checklist completed. Flight controls check. Ready. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, clear left side, clear right side. Dann rollen wir. Auf geht's. Right, check. Pressure zero. Exit checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 2. Config 2. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. E-cam memo. Takeoff no blue. Takeoff no blue. Taxi checklist completed. Are clearly marked with exit signs and instructions for door operation. Each
door is equipped with an escape slide. Locate the exit nearest you. The nearest exit may be behind you. In an emergency, lights will illuminate the aisle. The cabin is pressurized. If there is a loss of cabin pressure, a panel will open and oxygen masks will appear. Remain seated with your seatbelt fastened and pull a mask toward you to start the flow of oxygen. Oxygen will be flowing to the mask even though the bag may not inflate. Cover your nose and mouth with the mask, place the elastic band around your head, and tighten by pulling on the ends. Secure your own mask before assisting others. Your seat bottom cushion may be used as a flotation device. Pull up and remove the cushion. Upon exiting the aircraft, place your arms around the cushion and hold on to the straps located on the back. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted in the cabin or lavatories. Cabin lights will now be turned off. Reading light buttons are located above your seat. Thank you for your attention. For departure. Takeoff runway confirm. Approach path clear of traffic. Cabin crew be seated for takeoff. Lineup checklist. Takeoff runway. 18 confirmed. Runway 18 confirmed. TCAS. TAI. PAX 1 and 2. On. Lineup checklist completed. Take off. Check. Mount Blacks, 67 degrees SS out of thrust blow. Checked. Thrust set. Knots. Was checked. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up.
autopilot one on. Flaps one. Speed checked. Flaps one. Flaps zero. Speed checked. Flaps zero. Und da sind wir auf dem Weg. Steigen wir auf Flight Level 360.
Seatbelts off. Oh, das ist gut windig. Aber gute Sicht. Minus 8 Grad in Regina. Ein relativ kurzer Flug, muss man auch sagen. Da geht nur 40 Minuten jetzt noch. Da muss man zügig die Arrival planen. Weil wir bleiben nicht lange auf Reiseflughöhe, sag ich mal. Oh, es gibt ein ALS auf der 1.3, aber nehmen wir das ALS. Standard cross checked. Passing flight level 184. Now. Dann programmieren wir das schon mal. Okay. Winterwunderland hier in Kanada. Sieht doch fantastisch aus. Ja, mit dem ganzen Schnee. Alles in weiß getüncht.
Unser NRX ist das VOA am Regina Airport. Das sehen wir, wir haben noch 172 nautische Meilen Luftlinie bis zum Airport. Ein bisschen mehr zum Fliegen. Erreichen auch gleich unsere Reiseflughöhe. Okay, you have control. I have control. Ich bin gleich wieder da.
So, dann wird es Zeit für das Approach-Briefing. Wir nähern uns unserem Top of Descent hier. Und dann geht's runter. Are you ready for the approach briefing? Are you ready for the approach briefing? Go ahead. Manchmal macht er dumm Zeug, ja. Okay, Kollege, wir fliegen an über die Kempka 6 Arrival von Kempka kommen nach Kipsi. Dort wollen wir 6000 Fuß haben bei 210 Knoten Geschwindigkeit. Dann geht es mit dem Heading 308 nach NATO weiter. Und dann drehen wir links irgendwann Richtung ILS 13. Das ILS 13 beginnt auf 4000 Fuß, geht dann in einem 3-Grad-Leitflug zur Runway. Unser Minimum wird sein 2095 Fuß. Wir erwarten relativ gutes Hubla-Wetter. Oh, da ist irgendwo ein Flieger vor uns. Relativ gutes Wetter bei minus 8 Grad Celsius, Außentemperatur 150 bei 12 Knoten, der Wind. Und gute Sichtflugbedingungen. So sieht's aus. Die Runway vielleicht mit Schnee bedeckt. Man weiß es nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass sie leicht kontaminiert sein wird. Wir haben den ILS-Approach und der DNE ist getrennt. Der ist schon entsprechend programmiert. Any questions? No questions. Microsoft. I have control. You have control. Dann stellen wir schon mal ein auf 6000 und dann beginnen wir gleich mit unserem Descent. Und die Maschine sollte näher ranzoomen. 1000 Fuß unter uns sein. Ist er vielleicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das ist ja immer so eine Sache. Die Runway ist übrigens 7900 Fuß lang, 2400 Meter. Aha, ja, von wegen wie es unter uns, ne? Wir machen die Autobahn auf Medium schon mal. Das schadet uns nicht. So, dann kann man eigentlich langsam den Descent einleiten. Da kommt da der grüne Punkt und dann geht es gleich schneller runter. Und Thrust geht auf Idle.
1013. Set passing 14,700. Now. Nein, 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 es ist aber turbulent. Ladies and gentlemen, we'll be arriving at our destination shortly. If you are making a connection to another flight, approach checklist. Barrow ref. 1013 set. 1013 set. Seat belts. On. Minimum. 2095 set. 2095 feet set. Standard check. Auto brake. Medium armed. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed. Thank you.
Laps one. Check speed. Ist ja dumm. Laps one. Speed checked. Flaps one. $2,500. Radar altimeter alive. Yep. Regina traffic Osprey 79 Charlie turning on Alice 13 Tandemi. Approach modus geht scharf. So, wenn wir Go-Round fliegen, dann fliegen wir 5000 Fuß. Flaps two. Speed checked. Flaps two. Gear down. Gear down. Cabin crew be seated for landing. Flaps three. Speed checked. Flaps three. Tja.
1,000. Der Wind dreht. Flaps full. Speed checked. Flaps full. 1,000. Ah, jetzt habe ich's. Okay. Landing checklist. ECAM memo. Landing, no clue. Landing checklist completed. One hundred above. Continue. Checked. 100 above. Minimums. Continue. Checked. Minimum. One hundred. Flight slope. Flight slope. 40. 30. 20. Retard. Spoilers. Reverse green. Decel. Seventy knots. Ist ein Gebauenszimmer, Freunde. Vicky in der Traffic Osprey, 790 Charlie, vacated, runway 13. After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed.
Und? Shutdown Engine 2. Cabin crew, disarm slides and cost check. Ach, wie er sich freut, hä? Na, da kann man sich drüber streiten, ob das Sinn macht. Aber egal. Weil das ist... also die Airports hier, die sind ja mal dämlich, sag ich mal. Was? Nun gut. Ich mach trotzdem eine kurze Pause, es geht gleich weiter nach Edmonton. Bis gleich. Ach nein. Immer noch kurz was. Die Parking Checklist. Take off runway. Cancel Checklist. Cancel Checklist. Roger. Parking Checklist. Parking brake or chocks. Set. Engines. Off. Wing lights. Set and checked. Fuel pumps. Off. Parking checklist completed. Und jetzt gehe ich kurz in die Pause. Bis gleich. So, dann hallo und nochmal herzlich willkommen in Regina. Beziehungsweise herzlich willkommen in Regina. Let's try to start the engine up hier. Die Maschine hochfahren. Irgendwie zickt der Simulator ein wenig rum. Mal gucken. Ja, das Programm spinnt auch wieder rum. Das macht aber nichts. Das ist Knopfdruck, auskontrollieren. Und dann let's start setting up. Roger. Dann gucken wir mal, was er macht. Ich gehe hier rein. Phoenix Dashboard. Und importieren den Simply. Simply. Mass and Balance, Load Aircraft, Load Aircraft, Instead. Dann gehen wir hier rein, AOC-Menü und Load Init, Unit Request.
Okay. Dann hier hinein, init, hier zurück, receive methods. Wir haben Load Sheet, das ist Prelim. Das ist Prelim. Dann init request. Wir sind BVX 14 Romeo BX 14 Romeo Cost Index muss ich mir hier rausziehen. Cost Index 5,6. Also Flat Level ist 360, denke ich. Int Request. Und die IRS. Alignment wir. Return, next. Hier ist noch ein Load Sheet. Da haben wir 58-31,3. Block Fuel 6,1. Briefing, alternate 1.5. Scattering on the Wales. Jawohl. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das sieht gut aus. Mit 5000. Dann gehen wir ins Overhead. Das ist alles gut. Das geht auf On. Hope of Auto, Nacht, Logo Lights, On, die Seatbeds gehen. No Smoking geht on, das geht on. Dann. Fire-Test. Okay. Treibstoffpumpen an. Und so an. Da ist das Catering auch schon. Das hat er wieder auf der Syst-Page. AP1 und 2. Da bin ich mal gespannt. Da gehen wir doch schon mal im Flugplan. Wir machen Departure Bontri auf der Dingsbums hier und Insert and clear, clear, clear. Und Dismiss. Dann. Wie gesagt, auf der 1.3 mit On der Reserve Engine. Und minus 7 Grad aktuell. Lab Config ist optimal. Config
configuren. Reduce thrust. Und die 3, 140, Flex 65, 1 da. Und. Ups. Ja, das kann man so machen. Ne? Und. Graf. 1. One for zero and one for zero. Dann gucken wir mal, ob wir die Charts parat haben. Das haben wir. Und dann machen wir den Partner Briefing, hätte ich gesagt, ja. Are you ready for the departure briefing? Go ahead. Okay, wir starten über die 1-3 nach Südosten raus mit etwas Gegenwind. Auf Runway Heading, bleiben wir 5000 Feet, bei 2300 Fuß drehen wir nach rechts auf unseren ersten Anroute W-Punkt. Hier in den Charts. Nein. In der Abflugchart. Wie gesagt, auf der 1-3 nach Südosten. Und dann entsprechend den Flugplan auf 2300 Fuß und drehen dann nach rechts auf unseren ersten Anroute-Wegpunkt. Gut hat er das gemacht, nicht nach Otkov. Ja? So ist der Plan. Draußen eisige Temperaturen, wie gesagt, das passt, minus 8 Grad aktuell. Any questions? No questions. Gut so. Dann machen wir das mal weg. Hi, the security and safety check are all done. Are we good to start boarding? Boarding requested. Oh, yes, please. Takeoff runway. Takeoff runway confirm. Approach path clear of traffic. Roger. Yes, please. Cabin crew be seated for takeoff. Okay. Cancel checklist. Sag mal, willst du mich eigentlich ver... Warum geht das jetzt denn? Cockpit Preparation Checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 6140 kilograms. Seat belts. Do you want to board crew? On. AD ears. Passenger's bus is coming. Nav. Barrow ref. 1013 set. 1013 set. Cockpit preparation checklist completed. So, Boarding läuft. Wonderful.
So, gleich das Boarding beendet. Da kommt noch ein zweiter Bus. So, Gepäckverladung ist fertig. Wunderbar. Hi guys, here's the load sheet for you. Thanks. No problem. Have a safe flight.
So, dann kann der Pushbacker kommen. Nein, wir enteisen nicht. Die Maschine ist ja heute schon geflogen. Nose left, tail right. So, dann Beacon geht an. Before start checklist. Parking brake. Set. Takeoff speed and thrust. 133, 140, 140, flex, 65 degrees. V1, 1, 3, 3, VR, 1, 4, 0, V2, 1, 4, 0, flex temp, 6, 5 degrees. Windows. Closed. Beacon. On. Before start checklist completed. Apropos Beacon on, ich blende mal noch mein Steam Deck ein, da sieht man auch noch ein bisschen was, weil darüber schalte ich das ein oder andere. Ja. Oh, wir werden angehoben. Release parking brakes, please. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push is completed and brakes are set. Nein, wir starten die Engines trotzdem. Starting engine 2. Okay. Starting engine 1. Okay. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. After start checklist. Anti-ice. Engine anti-ice on. ECAM status. Checked. Pitch trim. Oh. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear, right is
Set and checked. Rudder trim. Neutral. After start checklist completed. Flight controls check. Ready. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Clear left side. Clear right side. Brake check. Pressure zero. Exit checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. ECAM memo. Takeoff. No blue. Taxi checklist completed. Good. Wollen wir mal zur Startbahn? Once again, ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. This is the lead flight attendant speaking. Please direct your attention to the cabin crew for important safety information. There is an instruction card in your seat pocket that illustrates the safety equipment on this aircraft. Regulations require compliance with this information as well as all crew instructions, lighted information signs, and posted placards. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle. Tighten by pulling on the belt. To release your seatbelt, lift the metal flap on the buckle. It is our policy that you keep your seatbelt fastened at all times while seated. Doors are clearly marked with exit signs and instructions for door operation. Each door is equipped with an escape slide. Locate the exit nearest you. The nearest exit may be behind you. In an emergency, lights will illuminate the aisle. The cabin is pressurized. If there is a loss of cabin pressure, a panel will open and oxygen masks will appear. Remain seated with your seatbelt fastened and pull a mask toward you to start the flow of oxygen. Oxygen will be flowing to the mask even though the bag may not inflate. Cover your nose and mouth with the mask, place the elastic band around your head, and tighten by pulling on the end. Secure your own mask before assisting others. Your seat bottom cushion may be used as a flotation device. Pull up and remove the cushion. Upon exiting the aircraft, place your arms around the cushion and hold on to the straps located on the back. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted in the cabin or lavatories. Cabin lights will now be turned off. Reading light buttons are located above your seat. Thank you for your attention. Here for departure. Takeoff runway confirmed. Approach path clear of traffic. Cabin crew, be seated for takeoff. Lineup checklist. Takeoff runway. 1-3 confirmed. Runway 1-3 confirmed. TCAS. TAAI. PAX 1 and 2. On. Lineup checklist completed. Takeoff. Check. Month black, 65 degrees as well as auto thrust flow. Checked. Thrust set. 100 knots. Thrust checked.
V1. Rotate. Positive climb. Yep. Gear up. Autopilot one on. Flaps zero. Speed checked. Flaps zero. So, 1:18 haben wir Flugzeit jetzt noch etwa. Es wird gleich noch ein bisschen werden jetzt noch ein bisschen schneller.
Standard cross-checked. Passing flight level 186. Now. Seatbelts off. Done. Let's have a look. So, schon mal gucken, wie wir anfliegen hier.
25.000 Fuß, 26.000. Wundervoll. Programmieren wir das schon mal rein. Okay. Und 30.000 Fuß, gleich haben wir Reiseflughöhe erreicht.
Ladies and gentlemen, in just a few moments, we'll begin our meal service for the flight. Please refer to the menu given to you on boarding for the two meal choices and your beverage choices available. We request that you keep the aisles clear to assist the flight attendants to serve you efficiently and also for your own safety. Thank you. Hi, it's Andy at L1. How can I help you? Oh, I want coffee, please. Okay, I'll bring the drinks up in a minute. Ja, noch einen Kaffee bestellt. Wir sind auf Reiseflughöhe. Sonst schlafe ich hier noch ein. Ja. Hi guys, here are the drinks. Ah, thank you. You have control. I have control. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Ciao. So, hier sind wir wieder. Jetzt geht gleich in den Landeanflug. Wir machen Departure Briefing. Approach Briefing. Are you ready for the Approach Briefing? Go ahead. Ja, wir fliegen an die Runway 12 in Edmonton. Und ILS Approach auf die 12. Moment, muss man gerade nochmal reingucken hier in die Chart. Unser Minimum wird sein 2544 Fuß. Aktuell haben wir gutes Wetter vor Ort. Keine Probleme. Die Runway-Länge ist mit 3120 Fuß Meter ausreichend lang. Ja, so sieht es aus. Jetzt gucken wir noch in die Charts rein, würde ich sagen. Kurz, wir fliegen an. Wo ist mein... Da ist es. Wir kommen an über Kamera, Below Flight Level 190, sinken durch bis Davao bei 210 Knoten, 7600 Fuß, drehen danach nach links auf den ILS der 12, der uns in einem bei 5000 Fuß, ab 5000 Fuß mit einem 3 Grad Leitpath auf die Runway führt. So, machen wir es, ne? Hätte ich gesagt. Alle, dann Charts hinweg. Hier gehen wir auf Auto. Dann machen wir jetzt EFB noch mal klein hin. Und hier vorne kommt mein Top 50 Cent. Und wir gerade noch mal gucken. Nein. Nehmen wir das schon mal ein hier und dann geht es demnächst runter. Any questions? No questions. I have control. You have control.
So, Performance vor Ort 1001-1. Einer 30 bei 2. One, zero, zero, one, set. Passing 1,7,200. Now. Das ist ein ganz gemütlicher Anflug jetzt da.
Aha, gibt's Hier vorne ist der Flughafen. Hier. Müsste eigentlich sein. Ladies and gentlemen, we'll be arriving at our destination shortly. If you are making a connection to another flight, please see the customer service agent meeting this flight or video monitors inside the terminal for connecting gate information.
For your continued safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We'll be collecting all service items, newspapers, and any other items you wish to discard or may not be taking off the aircraft with you. Also, in preparation for landing, please turn off all electronic devices. Stow these devices and all other carry-on items. Please use caution when opening overhead bins as items may have shifted during our flight. Please stow your tray tables and return your seats to their upright position and check the security of your seatbelts. We will be landing shortly. Thank you. So, jetzt haben wir das auch noch reingemacht, dass wir hier Kurve fliegen. Approach Checklist. I have control. Barrow ref. 1-0-0-1 set. 1-0-0-1 set. Seatbelts. On. Minimum. 2,544 feet set. Set and checked. Auto brake. Low hunt. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Edmonton Traffic, Osprey 1-4, Romeo turning on ILS 1-2, 10 Demi.
So, bei einem Go-Round müssen wir steigen auf 5000. Das kann so stehen. Das ist gut. Radar altimeter alive. Flaps 2, gear down. Checked. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Gear down. Gear down. Cabin crew be seated for landing. Flaps 3. Speed checked. Sink rate, flaps 3. 1,000. 1,000. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Landing checklist. ECAM memo. Landing no clue. Landing checklist completed. Five hundred. Hundred above. 100 above. Continue. Checked. Minimums. Continue. Checked. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Spoilers. Reverse green. Decel. Seventy knots. Edmonton traffic, Osprey 14 Romeo vacated, runway 12. Remain seated with your seatbelts fastened until the captain has turned off the seatbelt sign and the aircraft is parked safely at the gate. This will be your indication that it is safe to move about the cabin, gather your belongings, and disembark. We'd like to After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. Ja, du mich auch.
Das ist die Geschichte mit dem Wind im Flugsimulator. Im Real Life habe ich eben geguckt, landen die auf der 1-2. Und eigentlich mit leichtem Rückenwind. Und das macht der Flugsimulator halt nicht. Im KI-Traffic, ja. Das ist halt auch geil, ja. Aber eigentlich muss ich jetzt. Das ist halt doof. Stelle ich mich auf die 74, ja. Dann hoffe ich, dass die Chatways richtig gehen. Weil das ist sau blöd zu parken für mich. Da Menschen tut. Cabin Crew, Disarm Slides und Crosscheck. Beacon is on. Done. The boarding requested. Lassen wir hier die Borden. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Flug. Ciao.